So, hallihallo, liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde. Da sind wir wieder am Freitagabend und es gibt eine ganz besondere Premiere heute Abend. Wir sind nämlich nicht nur hier mit dem Rüdiger unterwegs. Hallo Rüdiger, guten Abend. Hallo, liebe Gartenfreunde, hallo Thorsten. Schön, dass du wieder mit dabei bist, denn ich muss heute einfach sagen, es ist ein ganz besonderer Abend. Wir haben nämlich zusätzlich zu den üblichen Gästen, nämlich euch, liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde auf Facebook, heute auch das erste Mal unsere Instagram-Freunde mit dabei. Also herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid, die uns auf dem Instagram-Kanal folgen. Und heute wollen wir reden über natürlich nochmal den Urban Jungle. Da haben wir ja schon mal das letzte Mal drüber geredet, aber eine Spezialität, nämlich der Urban Jungle blüht. Rüdiger, ich habe lange nachgedacht, welche Pflanzen blühen im Urban Jungle. Ich bin ganz gespannt, was du vorbereitet hast. Ist es, ich sage mal, normal, dass die Pflanzen im Urban Jungle blühen? Eigentlich eher nicht, ne? Ja, also alle Pflanzen müssen ja blühen, sonst würden sie ja aussterben. Nur bei den klassischen Grünpflanzen ist es halt häufig so, dass die Blüten eher unscheinbar sind, ne? Also so eine Aglaonema oder was. Also viele Grünpflanzen kriegen auch schon mal Blüten. Und auch die Gartenfreunde, die schon länger ihre Pflanzen zu Hause haben, werden das auch kennen und werden das auch schon mal sehen. Meistens ist es aber so, dass die Pflanzen erst nach Jahren, also im adulten Stadium, blühen. Und das so alt werden sie halt häufig auch gar nicht bei uns in den Zimmern, weil sie vorher kaputt gegossen, vertrocknet oder was weiß ich werden. Insofern kriegt man das nicht immer mit. Aber es gibt durchaus auch Pflanzen, die sehr, sehr attraktiv sind, zum Urban Jungle auch blühen, weil ich finde, gerade jetzt so im Winter, das war mir naja, so eine Herzensangelegenheit, sage ich mal. Man kann ja bald kein Grau mehr sehen und man haben kein Licht gehabt. Und es ist also echt auch Corona. Man ist so mit der Stimmung runter. Und ich finde, so Blühpflanzen, die bringen ja doch noch mal so einen anderen Touch mit in die ganze Sache rein. Und wer schon mal das Glück hatte, in Costa Rica, in Mittelamerika oder in Südamerika zu sein, da blüht ja schon eine ganze Menge. Vielleicht auch Pflanzen, die wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm haben, wie zum Beispiel Weihnachtssterne. Ne? Die wachsen da ja in Büschen. Das ist eine relativ weit verbreitete Pflanze. Die Familie der Ahornstabgewächse, da würde ich auch gleich noch mal was zu sagen. Die Anthurien zum Beispiel. Und was für mich eigentlich so die par excellence für Tropen, Dschungel steht, sind natürlich die Bromelien. Bromelien, eine Pflanzengruppe unter Bromelien, kennt man sie vielleicht gar nicht so, aber den bekanntesten Vertreter kennt man ganz gut. Die haben die meisten sicherlich auch schon mal gegessen. Das ist nämlich die Ananas. Ich Das habe mal ist hier so wirklich eine, unglaublich, Rüdiger. Das hast du mir ja vorhin auch erzählt. Das das ist wusste so eine ich nicht. Zierananas. Ich Wahnsinn. weiß, man sieht sie, glaube ich, ganz schön hier. Hier ist die kleine Frucht und so sieht die Pflanze aus. Und da kann man auch schon den typischen Aufbau der Pflanze gut sehen. Die haben einen gestauchten Spross. Also da haben Blattrosetten. Die Blätter sind dadurch, dass der Spross sehr kurz ist, alle miteinander sehr, sehr kurz und sehr, sehr gestaucht, sodass das von oben wirklich wie eine Rosette aussieht. Und die hat in der Mitte einen Trichter. Die Ananas selber ist zwar eine bodenwachsende Bromelie, es gibt aber eine ganze Menge anderer, wie zum Beispiel hier eine Gutzmannia. Die wachsen eher oben epiphytisch auf den Bäumen, ähnlich wie zum Beispiel auch viele Orchideen. Und das heißt, die haben in der Mitte diesen Trichter. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Da ist der Trichter drin. Und in diesem Trichter, da sollte immer Wasser drin sein, weil die wachsen auf Bäumen. Die müssen ja irgendwie Wasser sammeln. Und das tun sie in diesem Trichter. Deshalb bedeutet auch schon ein wichtiger Pflanz- und Pflegetipp, da sollte immer Wasser drin stehen. Du, Und ich muss dich ganz kurz noch mal einmal unterbrechen zu sehr dem, gerne. was du gerade schon gesagt hast, zu eingangs. Das ist ja einer deiner Lieblingssätze quasi. Die meisten Zimmerpflanzen sterben nicht an Vertrocknung, sondern sterben tatsächlich, werden zu viel gegossen. Kannst du das, du hast es zwar beim letzten Mal auch schon gesagt, aber wirklich noch mal sagen, dass das Thema Gießen ist wirklich ein Problem. Man neigt offensichtlich dazu, zu viel anstatt zu wenig zu gießen. Das sagt zumindest meine Erfahrung aus Gesprächen mit meinen Kunden, erlebe ich das immer wieder. Ein wichtiges Problem ist, dass eine Pflanze, die zu viel Wasser hat, genauso oberirdisch reagiert wie eine Pflanze, die zu wenig Wasser hat, nämlich im Extremfall die schlappt. Also die lässt die Pluten hängen. Warum? Weil durch das viele Gießen die Wurzeln faulen. Dann nimmt die Pflanze kein Wasser mehr auf.
und sofort hat halt die Symptomatik zu vertrocknen. Das Einzige, wo ich es wirklich gut dran erkenne, hat die zu viel oder zu wenig Wasser, ist, die Pflanze aus dem Topf zu nehmen und sich die Wurzeln anzugucken. Und man sagt ja auch, spricht auch immer die Wurzel allen Übels. Also das ist eigentlich der Indikator. Und Gärtner, wenn du einen Gärtner erlebst, wenn der auch eine Pflanze kauft, das sollte er natürlich nicht im Gartencenter machen, aber wenn ich jetzt irgendwo eine größere Partie sehe und denke, ah, sind da schöne Pflanzen, ich gucke mir das Wurzelbild an. Ich gucke mir an, sind die Wurzeln schön weiß, sind die schön wüchsig, ist der Ballen gut durchwurzelt. Das ist eigentlich ein guter Indikator und es geht sehr, sehr schnell bei vielen Pflanzen, wenn sie zu nass sind, dass sie dann auch die Wurzeln geschädigt haben und dann gehen sie auch relativ schnell kaputt. Da kann man nur noch eins machen, trocken halten, trocken halten, trocken halten, einigermaßen hell stellen, damit die Pflanze möglichst schnell wieder abtrocknet, dann auch nicht düngen, weil düngen bedeutet ja auch Stress, ist wieder Salz. Fördere ich also die Fäule und mache ich den Pflanzen schwer, sich zu regenerieren. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Problem. Bei kleineren Pflanzen kann man es am leichtesten mal den Topf hochheben. Dann hat man so, dann gewinnt man auch ganz schnell mal ein Gespür. Nur obendrauf mal fühlen, kann trügerisch sein. Gerade wenn man von unten gießt, dann ist es unten noch sehr nass, aber oben sehr trocken oder relativ trocken. Deswegen einfach mal den Topf anlupfen, wenn es nicht zu schwer ist. Das ist eigentlich, finde ich, ein guter Indikator. Also diesen Tipp mit dem, also den klassischen Fingertipp, der auch immer wieder durchs Netz geht, würdest du nicht befürworten, sozusagen? Also grundsätzlich, das kann funktionieren, aber es ist auch fehleranfällig, wie gesagt, je nachdem, wenn ich ein relativ schweres Substrat habe, unten ist es dann noch sehr nass, oben verdunstet natürlich auch wesentlich mehr Wasser. Gut, aufgrund der Kapillarität steigt auch wieder was nach oben, aber am besten hat man es eigentlich, finde ich, im Gefühl, wenn man sie mal anlupft und das Gewicht mal abtesten kann. Je größer die Pflanze, desto schwerer ist es natürlich auch. Das ist ganz klar. Aber bei vielen größeren Zimmerpflanzen wie Ficus, habe ich auch schon mal gesagt, da warte ich immer, da sieht man es optisch ganz gut, wenn sich so der Topf anfängt, vom Topfrand zu lösen, also die Erde vom Topfrand zu lösen, das ist auch ein ganz guter Indikator. Und bei den meisten Pflanzen ist es nicht so gut, wenn sie unten im Wasser stehen. Also Übertopf immer auskippen nach dem Gießen oder eine ordentliche Schicht Drainage unten in den Übertopf rein, der Untersetzer nach dem Gießen auskippen, das ist eigentlich schon eine ganz wichtige Sache. Super, vielen lieben Dank. Jetzt kommen wir zurück zu der Bromelie. Du warst gerade dabei, hast gesagt, das Wasser muss am besten in diesem Trichter quasi stehen. Reicht das zum Gießen aus oder muss man sie im Substrat dann auch noch gießen? Nee, sie sollte im Substrat auch ständig feucht bleiben. Nicht nass, aber regelmäßig feucht. Man kann sie auch ein bisschen besprühen. Auch das mag sie. Man muss sich ja denken, bis auf eine Art sind alle aus Südamerika, bis hoch nach, sage ich mal, Mittelamerika, und die südlichsten Bundesstaaten der USA, da gibt es Bromelien und kommen vorwiegend im tropisch-subtropischen Bereich vor. Zeitgleich aber nochmal eine Ausnahme. Und deshalb sind die natürlich auch über ein bisschen Luftfeuchte ganz glücklich. Und die meisten leben auch epiphytisch. Das heißt, sie sind keine Schmarotzer, wie zum Beispiel unsere Misteln, die in den Bäumen wachsen. Die sind ja Schmarotzer, sondern sie machen sich nur zunutze, dass Bäume hoch sind und kommen dadurch natürlich besser ans Licht. Deswegen wachsen sie oben epiphytisch, aber saugen die Bäume nicht aus oder schädigen sie. Das ist ganz wichtig, aber deswegen kann man sich auch schon erklären, sie müssen einen Teil, die brauchen das Regenwasser, sie haben auch, werden in der Regel ja auch nicht groß gedüngt, aus dem Boden kriegen sie wenig Dünger, das heißt, sie leben auch von Dünger, von Blättern, von Laub, das dann zersetzt wird, das in den Trichter fällt. Deswegen auch, wenn man düngt, brauche ich gar nicht so viel Dünger, aber auch in den Trichter mit Dünger arbeiten. Die nehmen auch aus dem Ach was, also wirklich ganz klassisch Flüssigdünger, wie man den... Ja, halbe Konzentration würde ich mal sagen und dann auch in den Trichter und ins Substrat. Substrat schön locker, je lockerer, desto besser. Kann Orchideenerde mit Blumenerde mischen, 1:1. Dann habe ich ein schönes, lockeres, durchlässiges Substrat. Und dann hat man eigentlich mit Bromelien einen hellen Standort, auch ja, ne, oben Bäume, hell, Licht, relativ warm, 20, 22 Grad mögen sie ganz gerne, aber nicht unbedingt die direkte knallige Sonne, sondern eher so einen hellen Standort, ähnlich auch wie die Anthurien, zu dem wir vielleicht gleich nochmal kommen, einen hellen, schönen Standort, also Westseite, Ostseite, wenn Südseite, dann nicht direkt am Fenster, ein bisschen Abstand halten. Und man kann quasi, wenn man die Bromelie, die du uns gerade als erste gezeigt hast, nämlich die Ananas, dann kann man die auch noch irgendwann essen. Oder war das jetzt eine Zieh-Ananas? Das ist eine Zieh-Ananas. Ich glaube, von der, ich hebe sie nochmal hoch, werden wir auch nicht ganz satt hier oben. Man kann sie auch vermehren. Das wissen sicherlich so ein bisschen ambitioniertere Gartenliebhaber, wenn man die Ananas kauft. Die Frucht-Ananas, die fertige Frucht, die hat ja oben diesen Kranz. Wenn ich den rausschäle,
vorsichtig, also rausschneide und setze den auf ein Sand-Moos-Gemisch, Sand-Sphagnum-Gemisch, dann trägt der durchaus auch noch einmal Früchte. Also nicht Früchte, aber wurzelt an und kann auch zu einer vernünftigen Pflanze heranwachsen. Da kommen wir gleich vielleicht zu so einem Thema. Wenn die Pflanze blüht, also die Bromelien blühen, dann stellen sie auch ihr Wachstum in der Regel ein. Das heißt, die blühen nur einmal. Die blühen vielleicht lange, 1, 2, 3 Monate durchaus, aber mit der Blüte hört das Wachstum auf. Das bedeutet auch, ich muss die vermehren, um wieder eine zweite Blüte zu bekommen. Hier sieht man, ich versuche es mal in die Kamera zu halten. Ich weiß, sieht man das hier, diese kleinen Pflänzchen? Kann man gut sehen, ja. Kann man gut sehen. Das sind sogenannte Kindel. Und damit kann ich die Bromelien gut vermehren. Ich kann die auch über Samen vermehren, klar. Aber das dauert lange, ist schwierig. Die Samen müssen, also sind echt anspruchsvoll. Und über diese Kindel geht das ganz gut. Sobald das Kindel etwa halb so groß ist wie die Mutterpflanze, dann trenne ich es mit dem Messer sauber ab, setze es wieder in dieses Substrat, wo ich sagte, halb Orchideenerde, halb Blumenerde. Und dann treibt das eigentlich wieder ganz gut Wurzeln. Also das ist eigentlich die klassische Vermehrung, um über lange Zeit blühende Bromelien zu haben, weil, wie gesagt, die blühen nur einmal. Und wie geht es dann nach der Blüte mit der Pflanze weiter? Stirbt die dann irgendwann ab nach der Blüte oder bleibt die dann einfach nur grün? Die bildet Kindel, die bildet auch mehrere Kindel, haben wir gerade bei der Ananas gesehen. Irgendwann stirbt die Mutterpflanze mal ab und die Kindel verdrängen dann die Mutterpflanze. Das ist eigentlich der ganz normale Vorgang. Und so entstehen halt auch, und wer schon mal am natürlichen Standort glücklicherweise war, der sieht das auch, das sind so richtige Berge von Bromelien, weil immer neue kommen, die alten sterben ab. Also das ist eigentlich der normale Habitus, wie sie auch in der Natur zu finden sind. So solitär, wie sie jetzt hier sind, sind sie natürlich, gibt es auch, weil sie über Samen sich dann vermehrt haben, aber das ist in der Tat eher die Ausnahme. Aber man muss sonst wirklich nichts tun. Das heißt, die Kindel kommen, wenn die gut gepflegt ist, die Pflanze, kommen die quasi von ganz alleine. Die wachsen von ganz alleine. Man kann die Blüte, also die Kindel müssen ja dann auch wieder zur Blüte kommen. Das kann man etwas beschleunigen. Das tun die Profis auch, weil die Bromelien reagieren auf ein bestimmtes Phytohormon, auf ein Pflanzenhormon, das da heißt Ethylen. Das ist auch ein Stresshormon. Also Pflanzen kommunizieren auch über Ethylen und dann kann eine Pflanze die andere warnen als Stress. Ich bin jetzt hier und habe einen Schädlingsbefall und dadurch, dass es gasförmig ist, können Pflanzen miteinander kommunizieren. In dem Fall der Bromelien fördert Ethylen die Blüteninduktion. So, jetzt kann man, was die Profis machen, die gießen ethylenhaltiges Wasser oder begasen mit Ethylen. Hobbygärtner natürlich nicht, aber es gibt sogenannte klimakterische Früchte, die stoßen Ethylen aus, wenn sie reifen. Apfel zum Beispiel. Mhm. Deswegen sollte man den Apfel auch nicht mit Schnittblumen zusammen lagern. Bei uns ist das wichtig, im Kühlhaus oder so, ne? Weil der Apfel stößt Ethylen aus. Das führt bei den Schnittblumen zur Welke oder zum schnelleren Verwelken, sagen wir mal so. Wenn ich den Apfel aber mit der Bromelie zusammentue, dann führt es dazu, dass die Bromelie schneller induziert. Mhm. Also Apfel daneben legen, vielleicht aufschneiden, damit das Gas noch besser entweichen kann. Idealerweise noch eine Tüte, eine Glocke oben drüber. Das für 2 Wochen oder 3 Wochen. Dann ist der Apfel natürlich auch ziemlich hinüber, aber man riecht es ja nicht, ist ja die Tüte drüber. Und das Ethylen führt dann bei der Bromelie zum besseren Blüteninduktion. Okay, du sag mal, die Daisy fragt sowieso gerade, wie lange dauert das denn, bis das Kindel so blüht, wenn das wächst? Und wie lange dauert das ungefähr? Ist ein bisschen sortenabhängig, aber ich würde mal so sagen, 1, 2 Jahre muss man schon Geduld haben. Okay, das ist natürlich. Also deswegen sind die Pflanzen auch nicht immer ganz billig, weil es halt auch eine relativ lange Kulturdauer ist. Aber ich würde sagen, es hängt, wie gesagt, von der Sorte ab, von den Standortbedingungen, aber 1, 2 Jahre wird es dauern. Ich habe aber jetzt noch ein paar andere Bromelien, aber wenn du noch Fragen hast. Ich muss trotzdem noch mal einmal reingrätschen, leider, Rüdiger. Und zwar, die Sonja fragt nach einer ganz anderen Pflanze, über die wir schon ganz oft gesprochen haben, die mit dem Urban Jungle auch nur bedingt was zu tun hat. Ja. Aber fragt noch mal nach dem, wie gieße ich meinen Weihnachtsstern? Auch ein Klassiker, haben wir auch schon drüber gesprochen. Gibt es auch Videos zu bei uns auf YouTube und so. Aber sag's bitte noch mal, wie gießt man ideal den Weihnachtsstern? Also man sollte ihn gleichmäßig feucht halten, aber niemals nass. Das ist eigentlich die Message, die man haben muss. Der ist sehr empfindlich auf der Wurzel. Deswegen auch eher warmes Gießwasser verwenden, die Wurzel nicht zu kalt werden lassen. Und eher, also der verträgt schon so ein bisschen mehr Trockenheit als zu viel Feuchte.
aber er sollte gleichmäßig feucht sein. Das ist ganz wichtig. Niemals im Wasser stehen lassen, da ist er nach einem Tag hinüber. Also den kriegt man ganz sicher kaputt, wenn er im Wasser steht. Da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Es gibt ganz viele Mitglieder in unserer Community, die schreiben, du, den habe ich kaum im Einkaufswagen, ist ja schon kaputt. Also, ja, das spielt aber auch eine Rolle, wie er behandelt worden ist. Wenn man im Supermarkt kauft, dann stehen die häufig im Durchzug. Auch das mag er überhaupt nicht. Ne? Oder lange in Tüten oder in diesen Wasserpaletten. Die kennt man ja vielleicht, wenn man im Baumarkt ist, im Supermarkt. Das sind ja so Paletten, die haben... Da kann man reingießen, da bleibt das Wasser ein bisschen drin stehen. So, und wenn das mal im Baumarkt oder im Supermarkt gemacht wird und die stehen dann 2 Tage in diesem Wasser, schon haben sie es hinter sich. Oder die stehen lange in der Tüte. Also ich finde ganz wichtig, gerade beim Weihnachtsstand, das ist ja mittlerweile zu so einem Wegwerfprodukt gekommen, was ich sehr schade finde. Wir können dann auch nochmal drüber reden, wie der Weihnachtsstern auch zu überwintern ist oder übersommern ist. Auch das funktioniert mit Rückschnitt, den kriegt man auch wieder zum Blühen. Haben wir ja auch schon mal was speziell darüber gemacht, über die Photoperiodik, also dass die eine bestimmte Tageslänge brauchen, um zu induzieren, all das. Aber es ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Produkt. Und wer mal in Mittelamerika war, wo die auch wirklich wild wachsen, ist eine tolle Pflanze. Ne? Es ist eine tolle Pflanze und man kann sich ruhig mal die Arbeit machen, die auch zu übersommern. Ja, und das ist eine Herausforderung. Also ich glaube, liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, der Herausforderung solltet ihr euch stellen. Das ist nicht ganz simpel, aber ich habe so 1-2 Weihnachtssterne, die sehen zwar nicht mehr so richtig aus wie die tollen aus dem Laden dann quasi, die ich bei dir kaufe, aber es ist schon toll, die am Leben zu halten. So, du hast aber weitere Pflanzen vorbereitet zum Thema Urban Jungle. Was hast du uns denn noch? Ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Bromelien. Ich wollte dir noch die Pflanzenfamilie, auch Bromelien. Ich rutsche mal gerade rüber. Ich habe sie nämlich hier stehen. Die Tillandsien ist so eine Sondergruppe der Bromelien, sehr vielseitig. Also ich habe sie hier in so einer Form, wo sie schön hängt, da kann man sie von allen Seiten sehen. Auch das sind Bromelien. Und wenn man genau hinguckt, man sieht schon diesen typischen Rosettenaufbau. Aber diese hängen wirklich, man sagt auch Luftnelken dazu, die hängen wirklich in der Luft. Die kann man so sehr gut kultivieren. Die haben solche Schuppen auf den Blättern, mit denen die sich die Feuchtigkeit aus der Luft saugen können. Okay. Das heißt, ansprühen bei Gießen mehr nicht. Feucht halten, ganz genau. Da kann man auch ein bisschen Dünger mit reintun, aber ganz schwach konzentriert. Und wunderschöne Pflanzen, so ein bisschen was für Pflanzenliebhaber. Aber man kennt eine Tillandsie, da habe ich jetzt leider keine da, Usneoides. Das sind solche Bärte, auch in Florida oder so. Da hängen so ganze Bärte die Bäume runter. Das ist auch eine graue Tillandsie, so nennt man die, die sehr, sehr schön ist. Zeig sie bitte noch einmal, ja? Zeigst du sie noch einmal? Also das ist die normale, Luftnelken, Tillandsia. Wunderschön. Und da sieht man auch, hier ist sie gerade durch, die hat etwas unscheinbare Blüten. Da waren auch die Blüten, also auch diese blühen natürlich sehr schön. Mhm. Und man sieht auch, die verzweigen sich wieder, die bilden Kindel. Und insofern bildet sich dann auch so eine Kugel oder so eine, ja, so fast wie so eine Scheinzwiebel. Also eigentlich eine ganz normale Bromelie. Eigentlich eine ganz normale Bromelie, verwandt auch eine Tillandsie, Tillandsie Cyanea Antonio. Das ist eigentlich Bruder und Schwester. Wahnsinn. Also auch sehr vielseitig. Wenn man die Blüten sich genau anguckt, da erkennt man die Verwandtschaftsbeziehungen. Aber es ist eine vielseitige Pflanzengruppe. Und auch die Bromelien sind sehr, sehr vielseitig. Manche, die haben die ganz kleine Blüten unten in der Rosette, Neoregelien zum Beispiel. Und sie sind echt spektakulär. Sie gibt es in tollen Farben, sehr, sehr vielseitig. Ich muss dir jetzt erstmal wieder ein paar Flöcher in den Bauch fragen, weil unsere Zuhörer haben doch ein paar Fragen. Also die Tina sagt zum Beispiel, sind denn Bromelien dann also Pflanzen, die quasi alles überleben? Ist das auch was für Menschen ohne grünen Daumen? Also ich glaube, die Menschen ohne grünen Daumen gibt es gar nicht. Das ist eine Mehr, aber man kann immer an sich arbeiten. Ja, ich glaube schon, dass man die ganz gut, also man darf sie, wie gesagt, gießen ist so ein bisschen Thema, Standort ist ein bisschen Thema, aber ansonsten sind die echt pflegeleicht. Ne? Also man kann sie auch im Sommer gut rausstellen, wenn es dann nicht mehr kalt ist. Also ich würde jetzt nicht direkt nach einem Eisseiligen, aber wenn es so ein bisschen 20, 25 Grad hat, dann kann man die durchaus auch rausstellen. Da fühlen sie sich auch wohl, im Regen fühlen sie sich wohl. Die Luftnelken kann man gut auch in den Baum hängen. Also das sind eigentlich sehr, sehr vielseitige und insgesamt recht genügsame Pflanzen. Super. Du sag mal, die Sonja fragt noch mal, das Thema Gießen beschäftigt uns natürlich gar, ne? Gerade mit der Ansage, die meisten Pflanzen sterben durchs Gießen. Fragt noch mal nach der Wassertemperatur. Da hattest du ja gerade schon mal ganz kurz gesagt, eher bitte warm. Kannst du dazu noch mal was sagen? Ja, ich würde gerne, also lieber abgestandenes, zimmerwarmes Wasser nehmen und auch kalkarmes Wasser, auch ganz wichtig, chloridarmes Wasser, also chlorarmes Wasser,
abgestandenes Regenwasser, das aber auf Zimmertemperatur aufgewärmt ist, ist für die ganzen tropischen. Man muss sich ja, ich sage ja immer, der natürliche Standort, da ist es ja nicht kalt. Die kriegen keinen, ich weiß nicht, wie das aus der Leitung kommt, 7-8 Grad kaltes Wasser. Das ist für die Pflanzen Schock. Das sollte man bei den Zimmerpflanzen aber generell vermeiden. Wenn es möglich ist, irgendwo schon immer die Gießkanne sich ein bisschen vorwärmen lassen, bevor man es benutzt. Und bei den allermeisten Pflanzen ist auch abgestandenes, also kalkarmes Wasser eigentlich das Richtige. Ansonsten muss man es vielleicht mischen nachdem es durch einen Ionenaustauscher durch ist, destilliertes Wasser oder hier was fürs Bügeleisen genommen wird, dass man es so ein bisschen mischt, nicht so viel Härte mit da reingeht. Okay, super. Du, die nächste Frage direkt nochmal zu den Luftnelken. Die haben natürlich beeindruckt, ist klar. Die Silvia fragt, sag mal, kann man die auch zur Entfeuchtung von Räumen nehmen? Also ich glaube, da ist die... Da komme ich gar nicht drauf. Aber die Idee ist natürlich nicht blöd. Nein, aber da glaube ich, ist die Wasseraufnahme nicht genug. Sonst würden die auch enorm wachsen. Ne? Also, und das Wasser, was sie aufnehmen, wird entweder in Wachstum umgesetzt oder wird auch wieder transpiriert. Also ich glaube, da ist die Summe nahezu null, die Pflanzen aufnehmen. Aber sie fühlen sich natürlich, die Frage ist richtig, Entfeuchtung Räume, also Badezimmer oder dergleichen, da fühlen sie sich natürlich relativ wohl, wenn es einigermaßen hell ist. Und jetzt natürlich noch die Frage aller Fragen. Die Simone fragt uns, warum heißt die Luftnelke denn Nelke? Gute Frage. Aber ich glaube, die Nelken haben ja auch so silbrige Blätter. Und wenn man hier mal guckt, man sagt ja auch von grauen Tillandsien spricht man auch, weil durch diese, das kann man wahrscheinlich gar nicht so sehen, durch diese Schuppen und Haare hier drauf. Du musst ein bisschen höher bitte halten. Ein klein bisschen. Ja, genau. Also die sind so ein bisschen schuppig, ne? Die Blätter, wenn man da innen drin guckt, so im Weißen. Und ich glaube, daher kommt es, weil das Blatt sieht schon so wie ein Nelkenblatt aus. Weiß ich aber ehrlich gesagt, also ist jetzt Spekulation, nagelt mich nicht drauf fest. Aber ich glaube, da könnte ich mir vorstellen, dass es herkommt. So, jetzt aber zu den weiteren Pflanzen. Genau. Also, ich habe mir noch eine andere Pflanzengruppe, die ich auch mit Tropen verbinde, mal vorgenommen. Das sind die Aaronstabgewächse. Und da bei den die gibt es ja auch bei uns. Und bei den tropischen aber dann natürlich... Kennt jeder, kennt man als Schnittblume und kennt man auch, hier sieht man sie ganz schön, eine sehr schöne farbige Sorte, die Anthurien. Mhm. Anthurium andrianum ist das hier, gibt auch noch Scherzerianum, findet man aber kaum noch in Kultur. Sag mal ganz kurze Frage dazwischen, sind das die gleichen Aaronstabpflanzen von der Familie, die wir auch aus dem Garten und aus der Natur? Ja, genau. Okay. Damit verbunden ist auch, der ist ja auch giftig, also ich weiß nicht, ob sie hochtoxisch sind, aber man sollte sie nicht in größeren Mengen verzehren. Aber genau. Und warum heißt der Aaronstab? Man sieht halt diesen charakteristischen Blütenaufbau. Ne? Also wir haben hier eine Spata, also das Hochblatt. Wir haben hier eine Spadix, so nennt sich die. Und da sitzen die Blüten drauf. Also es sind ganz kleine, also das ist nicht eine Blüte, sondern hier sitzen ganz, ganz viele Blüten. Ich weiß gar nicht, ob man, also das ist jetzt auch für mich mal eine Premiere, dass man das mal so ein bisschen mit Pflanzen zeigt. Da sind ganz, ganz viele kleine Blüten drauf und ich habe hier zufällig eine entdeckt. Ich mache die einfach mal ab. Das haben wir jetzt nicht gesehen, nein. Ja, die ist ja schon so, da sieht man auch, wenn sie verblüht sind, vergrünen sie so ein bisschen. Ne? Und hier sieht man schon, wenn man es so sieht, diese dicken Knubbel da, das sind die Samen. Also da sind die Fruchtknoten, oder da entstehen die Samen, da ist die weibliche Blüte bestäubt worden und da entstehen jetzt Samen von Anthurien. Also nochmal, Hochblatt, Spata. Und das hier ist die Spadix, dieser Aaronstab. Und da entstehen dann halt, da sitzen männliche, weibliche Blüten. Es gibt auch getrennt geschlechtliche, einhäusige und zweihäusige Sorten oder Arten. Und hier ist aber die weibliche Form und da entstehen gerade neue Samen. Wahnsinn. Tolle Pflanze, finde ich. Eine tolle Farbenvielfalt, eine tolle Sortenvielfalt. Lassen sich gut pflegen, auch da wieder. Eher Temperaturen 20 Grad, also nicht zu kühl, sehr zugluftempfindlich. Wenn man lüftet, draußen Frost, mag sie nicht. Sie mag es hell, aber nicht unbedingt die knallige Sonne, das verträgt sie nicht. Vertragen die aber alle nicht, kann man sich ganz gut merken. Und ansonsten gleichmäßig feucht halten. Die blühen auch über Jahre hinweg, werden zwar ein bisschen länger und dann ein bisschen wachsen so ein bisschen raus, aber sind trotzdem total pflegeleicht, hat man über viele Jahre Freude dran.
blühen vielleicht nicht ganz so auf einen Schlag nach, wie es hier ist. Da gucken schon die Gärtner, dass es sehr gleichmäßig ist. Aber immer wieder Blüten über viele, viele Jahre, sehr dankbare Pflanzen. Gibt es auch in ganz groß, mit großen Blüten. Als Schnittblume kennt man sie ja häufig in Sträußen mit einer guten langen Haltbarkeit. Und so eine Blüte hält auch relativ lange. Also auch ein Favorit von mir. Jetzt hast du ja auch schon gesagt, die Pflanzen, die wir im Urban Jungle so gerne haben, das sind eigentlich alles Pflanzen aus Mittelamerika zum großen Teil. Kann ich bezogen auf die Substrate, die diese Pflanzen jetzt alle brauchen, in die sie gepflanzt werden wollen, gibt es da dann auch eine einheitliche Aussage oder ist es doch zu unterschiedlich? Ja, nu, also die Anthurien wachsen meistens in das erdbewohnende Anthurien. Bei den Bromelien sind es meist epiphytische, aber insgesamt, und das sind ja auch selbst die Substrate, sind ja sehr durchlässig, sehr locker, sehr leicht, etwas grob. Und damit kann ich mir das gut ableiten. Also wie gesagt, Orchideenerde mit Blumenerde mischen ist eigentlich kein Fehler. Oder eine wirklich gute Zimmerpflanzenerde, die ist auch etwas grob strukturierter, zum Beispiel mit Kokosfaser mit drin, wenn wir ja einen Torf auch ersetzen wollen. Nicht zu schwer, nicht zu viel mineralische Anteile. Eine gute Grünpflanzenerde oder wie gesagt auch ein bisschen Sphagnum Moos mit untermischen, also dieses Torfmoos, nicht Torf, sondern Torfmoos, kann man mit untermischen. Hauptsache die Erde ist locker, luftig und durchlässig. Super, du, wir müssen gerade zum Thema Substrat, kommt die Silvia noch auf eine Frage und zwar, wenn man Pflanzen neu kauft, soll man die eigentlich jedes Mal zunächst direkt mal umpflanzen? Oder nein, überhaupt nicht. Also das ist für die Pflanze. Umtopfen ist eigentlich für die Pflanze purer Stress, das muss man sagen. Und ich würde mal sagen, zum Beispiel eine Anthurie, alle 2 bis 3 Jahre umtopfen, reicht vollkommen aus. Ich habe hier gerade auch eine kleine Frisea Splendens hier, ne? Das ist auch eine sehr schöne Pflanze. Guck mal, die ist riesig groß, die hat so einen kleinen Topf, das reicht. Also es muss nicht unbedingt ein Riesentopf sein, bis ich merke, oha, die Pflanze, die fängt an zu kümmern oder sie drückt sich aus dem Topf heraus. Das kann natürlich auch sein. Man hat viele Palmenarten so, dass man merkt, die sind so durchwurzelt, dass sie sich rausdrücken. Aber ansonsten würde ich eher mal nicht umtopfen. Es sei denn, ich sage, aber für die Zimmerpflanzen gilt das nicht, aber bei Kübelpflanzen ist es häufig so. Die wachsen ja auch unheimlich stark. Das tun die Zimmerpflanzen ja in der Regel nicht. Die legen unheimliches Wachstum hin und sind häufig in einem relativ kleinen Topf. Da lohnt es sich schon, aber bei den Zimmerpflanzen würde ich eher sagen, alle 1, 2 Jahre, vielleicht 3 Jahre sogar, reicht vollkommen aus. Super. Die Bär hat eine Anthurie im Wasserglas gekauft. Kannst du dir darunter was vorstellen? Sie fragt nämlich, ist es gut so oder soll auf Dauer lieber nicht? Eine Anthurie im Wasserglas. Kann ich mir jetzt so richtig nichts drunter vorstellen. Wenn es so ähnlich wie Hydrokultur ist, dann kann das funktionieren. Dann muss man sehr vorsichtig sein mit Düngen. Weil im Substrat puffern die Nährstoffe, werden die Nährstoffe von Tonmineralen gepuffert, auch von Huminstoffen werden die gepuffert. Im Wasser geht das natürlich nicht, da muss ich sehr vorsichtig mit dem Dünger sein oder einen speziellen Ionenaustauschdünger, haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon mal drüber gesprochen. Es kann auch sein, dass man die versucht hat, über Ableger zu vermehren, das geht auch. Dann wird es aber ein bisschen schwierig, wenn die zu lange im Wasser schon drin stand, schon zu groß ist, die Wurzeln wieder in Erde zu akklimatisieren. Ich weiß nicht, wie groß die Pflanze ist. Wie gesagt, das geht. Dann hast du eine Hydrokulturpflanze. Und wenn die zu groß wird, ein bisschen Blähton mit dabei. Also, dass die in einem Tongranulat steht und mit einem speziellen Hydrokulturdünger. Dann kann man mit der Pflanze auch lange arbeiten und da hat man lange Freude. Die Silvia fragt auch, kann man für die meisten Pflanzen des Urban Jungles denn auch so Ceramis als Substrat nehmen? Kann man auch. Kein Problem. Es ist für viele eine gute Hilfe, weil durch diesen Wasserstandsanzeiger habe ich eigentlich einen ganz guten Indikator. Da spricht eigentlich überhaupt nichts gegen. Nein. Super. Hast du uns noch eine Pflanze mitgebracht, Rüdiger? Ja, ich habe noch eine. Ah ja, klar. Auch natürlich. Hier steht es schon. Auch eine sehr schöne Pflanze. Also Aloe würde ich dazu sagen, wer sie erkennt. Hibiskus. Hibiskus rosa sinensis, der Rosen-Eibisch, finde ich auch eine sehr schöne tropische Pflanze. Ja, Hawaii, ne, ist ja die Heimat. Also die schönen Damen mit der Blüte hinterm Ohr, die man so als Klischee da mit Hawaii verbindet.
Auch eine tolle Pflanze, hat spektakuläre Blüten, spektakuläre Farben. Die Züchtung ist gut geworden. Normalerweise hat so eine Blüte immer 2, 3 Tage gehalten, fiel sie ab. Die sind deutlich haltbarer. Die vertragen auch, kommen auch mit etwas weniger Licht klar, die neuen Sorten. Long-Life-Sorten zum Beispiel oder Hibis-QS heißen die Züchtungen. Mehrjährig kann man gut im Zimmer auch halten. Die machen dann eine Blühpause, wenn es dunkel wird. Ne? Also wenn es die dunkle Jahreszeit anfängt, je heller der Standort, desto besser. Keine knallige Sonne. Ein bisschen muss man mit Läusen aufpassen, die bekommen sie ganz gerne. Und sie sind total dankbar, wenn man sie im Sommer nach den niedrigen Temperaturen, also ich sage mal Anfang Juni so rum, wenn es auch wirklich warme Nächte hat, wenn sie dann draußen bleiben können, da fühlen sie sich ganz wohl und dann hat man mit Läusen auch kaum ein Problem. Eine ganz, ganz schöne Pflanze, wie gesagt, für einen hellen Standort. Wird groß, wird ein großer Busch und verträgt auch guten Schnitt, wenn er mal zu groß wird. Ich mag es unheimlich gerne, weil es auch eine tolle Farbenvielfalt gibt. Gelbtöne, Orangetöne, Rottöne, Rosigtöne. Ganz, ganz toll. Wunderschön, wunderschön. Du sag mal, die Daisy fragt nochmal, das ist etwas, was ich auch schon oft im Internet gehört habe, dass man Blüten von Zimmerpflanzen, die eigentlich jetzt keine klassischen Blühpflanzen sind, besser zurückschneidet, wegschneidet, damit sie der Pflanze keine Kraft kosten. Ist das so oder ist das ein Mythos? Nein, das ist kein Mythos. Das gilt generell für alle Pflanzen. Zum Beispiel, ganz andere Sache, wenn zum Beispiel die Narzissen verblüht sind, dann macht man sich die Arbeit und kneift bei jeder Narzisse die verblühte Blüte, also den Fruchtstand, raus. Weil natürlich, wenn die Pflanze Samen anlegt, das kostet die Pflanze Kraft. Da geht richtig viel Power rein, weil das ja für sie Überleben ist. Und die Kraft fehlt eigentlich der Zwiebel. Ne? Die Zwiebel soll ja im nächsten Jahr wieder blühen. Und das fehlt der Zwiebel, diese Power. Ich will lieber, dass die Zwiebel im nächsten Jahr wieder kommt. Mich interessiert ja die Blüte und nicht der Samen. Ich will die ja nicht vermehren. Und deswegen ist es durchaus sinnvoll, aber nicht die Blüte, sondern wenn die Blüte Samen angesetzt hat. Weil die Blüte finde ich ja schön. Auch wenn sie nicht so spektakulär ist bei manchen Pflanzen oder bei vielen Zimmerpflanzen nicht so spektakulär ist bei den Grünpflanzen. Aber ich finde sie durchaus attraktiv. Es ist auch mal was ganz Besonderes, weil sie halt nicht so oft blühen. Die würde ich dran lassen. Aber sobald sie dann die Früchte ansetzen, dann gehört sie meines Erachtens oder ist es besser, wenn man sie entfernt. Wenn bei einer großen Dracäne mal eine Blüte dabei ist, da geht die Dracäne nicht von ein. Aber prinzipiell ist es so, das kostet natürlich Kraft. Super, sag mal, die Silvia fragt noch, sie hat einen Zimmerfarn und lässt einmal in der Woche auch tatsächlich so Wasser durchlaufen. Jetzt werden die Farnblätter trotzdem trocken und schwach, sehen braun und brüchig aus. Liegt es am Substrat? Muss sie das Substrat vielleicht ändern? In was sollte sie das eintopfen? Also wenn es Zimmerfarn Nephrolepis ist, man verbindet ja immer Farn mit so etwas dunkler. Ne? Die wachsen, wenn man im Wald, lichte Wälder. Aber der Nephrolepis-Farn ist sehr, sehr lichtbedürftig. Ich habe einen Frosch im Hals. Entschuldigung. Der ist sehr, sehr lichtbedürftig. Häufig bekommt er zu wenig Licht. Also das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem. Besprühen ist gut. Regelmäßig feucht halten, aber nicht zu nass. Also den kann man auch zu nass halten. Luftfeuchtigkeit ja, aber nicht zu nass. Auch mal vielleicht, wenn sie wirklich sagt, der ist jetzt total uselig geworden, soll sie mal aus dem Topf rausnehmen, soll sich mal die Wurzeln angucken. Ne? Ob die Wurzelspitzen hell sind, ob die vielleicht auch schon riechen, das Substrat, dann hat sie vielleicht auch zu viel gegossen. Auch das kann passieren. Aber gerade beim Nephrolepis-Farn, der ist unheimlich lichtbedürftig. Und da, was ich ja von dir eben auch gelernt habe, dass man wirklich nach Bedarf gießen soll. Das heißt, ich habe früher immer klassisch an einem Tag in der Woche die Pflanzen gegossen. Das ist unglücklich, habe ich gelernt. Und das macht man besser nach Bedarf tatsächlich. Genau, also ich kann ja auch gar nicht vorhersehen, wie deine Klimaverhältnisse in der Wohnung sind. Wo steht die Pflanze genau? Steht die über der Heizung? Meistens gar nicht so gut. Ne? Sollte man gar nicht unbedingt machen. Oder steht sie eher ein bisschen schattiger? Oder geht da ein bisschen Luft? Also diese Faktoren sind so groß, dass man auch gerne die Leute fragen, ja, was heißt denn gießen? Muss ich zweimal die Woche oder dreimal die Woche? Das kann man nicht sagen. Also man muss es wirklich individuell, man kann sich zwar rantasten. So, wenn ich jetzt weiß, mein Hibiskus, der braucht in der Regel alle 3 Tage Wasser, dann habe ich schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt und lerne natürlich dazu. Das ist aber im Winter auch dann schon wieder ganz anders als im Sommer. Genau, das unterscheidet sich tatsächlich dann wirklich auch in den Jahreszeiten nach auch Zimmertemperatur und so weiter, ja. Habe ich mittlerweile wirklich festgestellt. Und gerade im Winter brauchen die sehr wenig Wasser. Ne?
Aber du sagtest vorhin schon mit diesen, ich nenne es mal Ceramis, es gibt aber auch andere Substrate, die erleichtern das Ganze natürlich. Ne? Es gibt auch Gefäße, also gerade Gießprobleme sind ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Diese Gefäße, aber Lechusa, es gibt aber auch noch andere, die dieses gleiche System haben, wo der Wasserstandsanzeige ist, wo die Pflanzen dann in ein Wasserreservoir bis runter wurzeln und aufgrund der Kapillarität auch Wasser aufsteigt. Das sind eigentlich ganz gute Systeme, die das dem Laien auch leichter machen. Oder wenn ich große Pflanzen habe oder größere Pflanzen, wo ich vielleicht nicht mehr mit Gewicht prüfen kann oder den Finger so gut reinstecken kann, da habe ich den Gießanzeiger und der zeigt mir, was Sache ist. Die haben auch weitestgehend im Hobbybereich die berühmte Hydrokultur verdrängt. Also Hydrokultur finde ich eigentlich fast ausschließlich im professionellen Raumbegrünungsbereich. Diese intelligenten Töpfe, so nenne ich es mal, die haben das eigentlich im Hobbybereich ganz gut aufgefangen, weil die Pflanzen in Hydro sind deutlich teurer. Und hier in diesen Lechusa-Gefäßen kann ich die auch ganz normal, kann ich ganz normale Pflanzen da reinsetzen und es funktioniert eigentlich zu 90%. Sag mal, super. Die Bea fragt jetzt noch, kommen wir nochmal zurück zum Thema Hibiskus. Ihr Hibiskus verliert immer alle Blätter in der Wohnung. Er hat es hell und keine Läuse, aber die Blätter werden trotzdem alle braun und fallen ab. Zu nass? Kann sein, zu nass. Tipp danach, trocken halten und nochmal ordentlich zurückschneiden. Kann man sowieso nachher, wenn man rausräumt, würde ich ihn nochmal ordentlich zurückschneiden, damit er auch eine schöne buschige Form hat. Also im Mai oder kurz bevor er rauskommt, dann sind auch die Neuaustriebe, haben dann wieder mehr Licht und bleiben schön kompakt. Und dann kann man ihn gut in Form halten. Also ich tippe mal darauf, wenn er gut hält steht, dass er tendenziell auch zu nass ist. Okay, super. Also das klassische Thema wieder sozusagen. Das klassische Thema, ja. Hast du denn noch eine Pflanze dabei oder haben wir alles gesehen? Ja, wir haben soweit alles. Ich habe noch mal eine kleine, ein bisschen Duft, die ich auch sehr, sehr schön finde. Oh, ja. Also eine Stephanotis floribunda, eine Kranzschlinge, die eigentlich auch, finde ich, eine sehr attraktive, da oben ist sie, ne? Ich hänge immer zu tief. Und die duftet halt sehr, sehr schön. Wer ein bisschen auf was Außergewöhnliches will mit Duft, der kommt hier ganz gut an. Die macht auch Früchte so ein bisschen. Sie blüht nicht immer so schön, wie es jetzt ist. Also sie macht dann auch mal eine Pause. Die Gärtner kriegen das immer mit idealen Bedingungen hin. Aber ich finde, es ist auch eine sehr schöne, abwechslungsreiche Pflanze, die halt als Schlingpflanze, als Kranzschlinge hier in so einem mit so einem Draht versehen ist. Man kann sie aber auch selber als Pyramide erziehen oder dergleichen. Lässt sich über Stecklinge auch vermehren. Und wie gesagt, also der Duft ist wirklich betörend. Also da steht eine Lilie oder dergleichen nichts nach. Ich fand's mal so. Und hat auch sehr schöne röhrenförmige Blüten. Wunderschön, ja. Also finde ich auch. Ja, das wäre es so im Großen und Ganzen, was ich habe. Es gibt natürlich noch so viele Dinge wie Begonien. Auch die kommen ja aus dem tropischen Bereich. Haben aber jetzt, Januar fängt so wieder die Begonien-Saison an. Es gibt auch viele Raritäten. Natürlich blühen auch viele Echeverien, also viele Sukkulenten haben auch schon. Wir haben ja noch gar nicht über Orchideen gesprochen. Das, Orchideen haben wir natürlich noch gar nicht. Das gemacht. Wollen wir ja nochmal separat ein bisschen tun. Vorgehalten, das ist sicherlich auch noch ein Thema. Ich hatte vorhin auch nochmal, weil sie als Epiphyten ja häufig wachsen, das ist nochmal ein Thema, das wir uns vornehmen können, die durchaus hier viele Parallelen zu den Bromelien haben, auch wenn sie gar nicht so aussehen, aber als epiphytisch wachsende tropische Pflanzen, weniger jetzt aus Südamerika, häufig aus dem asiatischen Bereich, die klassischen Phalaenopsis oder den Malaienblumen oder wie sie auch alle heißen, Wanda. Aber das ist natürlich auch ein schönes Thema für den Urban Jungle, ja. Ja, wunderbar. Also ich bin total begeistert. Wir haben sehr, sehr viele, sehr interessante, schöne, blühende Pflanzen heute gesehen. Vielen Dank dafür, lieber Rüdiger. Das war wirklich mal ein Einblick in den Urban Jungle, der nicht so der klassische ist, wo wir wieder über Monsterer und was weiß ich sprechen. Ne? Also wunderbar. Vielen lieben Dank, liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde. Wenn ihr noch Fragen habt, dann habt ihr jetzt gerade die finale letzte Chance, noch eure Frage zu stellen. Und ansonsten sehen wir uns nämlich dann in 14 Tagen wieder. Aber die Sonja hat noch eine Frage zu einem anderen Thema. Wir bauen ein Hausboot. Und ein Hausboot? Toll. Ja. Ja, super, ich bin Segler. Und da wollte ich wissen, ob es demnächst ein Thema live zum Thema Terrassenpflanzen geben wird. Machen wir auch Terrassenpflanzen, wenn es wieder losgeht. Das können wir gerne machen. Also wir müssen mal gucken, ich finde, es hat jetzt ganz gut geklappt, hoffe ich zumindest, dass das unsere Zuschauer so empfunden haben, die Pflanzen mal in die Kamera zu hängen, weil ich kann natürlich trocken sehr viel reden, aber es ist ja viel, viel schöner. Es gibt
die Pflanzen sind ja so schön. Und das Anschauungsmaterial auch wirklich mal zu sehen, dann kommt die Begeisterung auch vielleicht ein bisschen besser rüber. Das können wir sicherlich auch mal machen. Dann gehen wir vielleicht auch mal raus und dann sind wir bei den Pflanzen mit dabei, weil auch das muss man erleben, das muss man sehen. Es gibt so viele tolle Pflanzen. So toll gar nicht, kann ich gar nicht erzählen, wie die Pflanzen aussehen. Das machen wir aber sicherlich. Ein tolles Thema. Ja, und wir haben ja, liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, wir haben ja immer auch regelmäßig unsere Videos, die schaut ihr, könnt ihr euch gerne anschauen, auf unserem YouTube-Kanal zum Beispiel oder auch auf der Facebook-Seite, zu den unterschiedlichen Pflanzen, wo der Rüdiger dann auch die Pflanzen in ganzer Pracht in die Kamera hält und die zu sehen sind. Aber trotzdem, es ist auch schön, dir zuzuhören, lieber Rüdiger, auch ohne Pflanzen und mit Pflanzen ins Bild haben. Vielen lieben Dank dafür. Euch allen ein schönes Wochenende. Macht es gut. Rüdiger, dir vielen lieben Dank. Auf Wiedersehen. Macht es gut. Macht's gut. Bleibt gesund. Tschüss.